Sie wissen ja, Mühldorf TV schauen ist gerade so, als wären Sie selbst dabei gewesen. Überraschend bekam er den Auftrag, ein Fassadengemälde für einen Neubau an der Hauptstraße in Erding zu entwerfen, berichtet das Niederbergkirchner Kunstvereinsmitglied Eduard Sommer. Im ersten Moment freute er sich sehr, wurde sich dann aber der Verantwortung bewusst. Schließlich sollte so ein Werk beständig sein und eine positive Ausstrahlung durch Form und Farbe erzeugen. Die Vorgaben der Auftraggeber verlangten vorwiegend, die Harmonie der Natur und auch Rosen und Tiere darzustellen. Es war ihm aber auch wichtig, dass das Gemälde eine Geschichte erzählt, die unter künstlerischen Aspekten einen Bezug zur Gegenwart enthält. Diesen großen Themenspagat galt es zusammenzufügen. Nach 6 Wochen intensiver Arbeit am Computer war der Gemäldeentwurf fertig, dem er den Titel verlieh, Der Rosenfalter vom Isengau. Wer Eduard Sommer kennt, der weiß, dass er seine Bilder entlang einer meist surrealen Geschichte gestaltet. Die ordnet er dann seinen Bildern zu, damit der Betrachter seine Werke besser verstehen kann. Diesmal ist das allerdings nicht möglich, weshalb wir sie hier anführen wollen. Man schreibt das Jahr 2020, als die schwarze Zeit begann. Sehr viel Leid überzog den Planeten Erde. Die Menschen mussten sich vor einem tödlichen Virus schützen. Eine Rose aus einem Stein entsprungen brachte die Wende. Ein Schattenloser, in tiefer Meditation versunken, kniete lange Zeit vor der Rose. Da erkannte er die wundersamen Kräfte des heilenden Lichtes. Er übergab die Rose dem Fluss Isen und es kletterte daraus ein farbenprächtiger Schmetterling mit Rosenmuster auf den Flügeln. Der Rosenfalter erhob sich und bunte Wolken trugen ihn fort. Sein strahlendes Licht verdrängte fortan die Dunkelheit. Wie kam nun sein Bild an die Hauswand? Es gibt nicht viele, die diese schwierige Aufgabe meistern können. Die Bekanntschaft mit einem Fassadenkünstler war die Lösung. Und so wurde das Bild mit konzentrierter Handarbeit meisterhaft auf die Hauswand übertragen. Kurz darauf kamen die ersten Reaktionen, über die sich der Künstler sehr freute. Es wurde ihm berichtet, dass Autofahrer und Fußgänger stehen bleiben, um das Gemälde zu studieren und zu fotografieren. Dabei hat er es dem Betrachter nicht allzu leicht gemacht, denn das Bild lässt sich nicht sofort einordnen. Der Betrachter soll sich schon ein wenig damit auseinandersetzen. Das ist gewünscht, meinte Kunstvereinsmitglied Edi Sommer, denn auch Salvador Dali meinte, Bilder, die das Interesse wecken, leben länger. Wenn Sie das Werk selbst sehen möchten, Sie finden es mitten in Erding, direkt an der Hauptstraße.